Einen wunderschönen guten Tag, liebe Täter, und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Index-Sektion der Formationstrader. Heute ist Sonntag, der 27. Januar 2019, und es musste eine Tautologie sein, um die Spannung der kommenden Woche irgendwie auf den Punkt zu bringen. Am liebsten hätte ich geschrieben: super, mega, hammer, unfassbare Spannung pur, um sozusagen die Tautologie zu vervielfachen. Nehmen wir schon klar, Spannung pur und Megaspannung, das ist, ne? Aber Sie werden hoffentlich gleich verstehen, warum ich diese Überschrift gewählt habe. Die US-Giganten kommen. Caterpillar, gleich am Montag, bringt Zahlen richtungsweisend, was die Produktion in den USA angeht. Dann Dienstag, vorbörslich Verizon, dann haben wir nachbörslich Apple. Wie schlimm sind denn die Zahlen jetzt wirklich? Hochspannend. AMD zuletzt genauso wie einige andere Halbleiter unter Druck gekommen. Amgen bringt ebenfalls Zahlen. Dann haben wir am Mittwoch AT&T, McDonald's, Facebook, Microsoft, PayPal, Visa und am Donnerstag vorbörslich UPS, nachbörslich Amazon. Mann, Q4-Zahlen 18 waren so gut, kommt 19 da rein. Amazon hat ja schon vorher die Erwartungen gesenkt und ist in der Spitze seit dem Hoch um mehr als 40% gefallen, hat dann aber auch schon mal seit dem Tief 30% draufgepackt, läuft in Widerstände, und Edwards Life Science, richtig viele und wichtige, wegweisende Quartalszahlen, die auf uns nächste Woche warten. Allein das würde schon reichen, um zu sagen, okay, Spannung pur. Nur, das ist es nicht allein. Wir haben Zinsentscheid. Ja, Zinserhöhungen sind unwahrscheinlich. Allerdings, am Freitag Nachmittag ist der Dollar so unter Druck geraten. Entsprechend Gold, Silber deutlich stark nach oben geschossen. Was war denn da los? Es gab einen Bericht von Wall Street Journal, dass die Fed darüber nachdenkt, ihr Tightening aufzuheben. Das heißt, die Fed reinvestiert jetzt nicht mehr das gesamte Geld der auslaufenden Anleihen, sondern immer weniger. Das nennt man dieses Tightening, soll entweder aufgehoben werden oder stark eingeschränkt werden, wobei das schon relativ zurückhaltend, das Tightening, gemacht wird. Das hat aber schon dafür gereicht, um den Dollar deutlich unter Druck zu bringen. Die Frage ist, was sagt der Paul? Sagt er, ja, haben wir darüber nachgedacht, haben wir darüber gesprochen, oder werden viele enttäuscht sein? Wie gesagt, Zinserhöhungen sind nicht wahrscheinlich. Eher wird er wieder befragt werden, kommen weitere Zinserhöhungen dieses Jahr? Und er hatte schon beim letzten Mal gesagt, dass es an dieser Stelle es überhaupt nicht sicher ist, dass es weitere Zinserhöhungen gibt. Und er hat auch gesagt, wir sind unmittelbar unterhalb des neutralen Zinssatzes. Marktteilnehmer rechnen mittlerweile mit keiner oder maximal noch einer Zinsanhebung in diesem Jahr. Dann haben wir in den USA auch noch Bruttoinlandsprodukt und Arbeitslosenzahlen in einer Woche. Merkt man beim BIP schon Folgen des Handelskriegs? Sind die Wirkungen der Steuersenkungen aufgehoben? Man hat ja gesagt, dass durch die Steuersenkung von Herrn Trump die Spitze des Bruttoinlandsproduktes dann eher im vierten Quartal erreicht werden sollte und dann ab dem ersten Quartal die BIP-Zahlen rückgängig sein sollten. Was die Arbeitslosenzahlen angeht, werden die Marktteilnehmer eher auf den Anstieg der Bruttolöhne achten. Das heißt, ob denn die Inflation nochmal zunimmt oder nicht. Da sind die 3% entscheidend, und wenn das nicht der Fall ist, dann unwahrscheinlich, dass die Fed da unter Druck kommt, um weiter Zinsen anheben zu müssen. Das reicht ja schon allein, um zu sagen, Spannung pur nächste Woche. Wenn ich dann aber sage, mega Spannung pur, Kohleausstieg. Es gab am Samstag die Einigung, dass 2038 dann der Kohleausstieg in Deutschland erreicht werden sollte. RWE sagt, 2038 sei deutlich zu früh. Die Stahlindustrie hat bereits schon angefangen, Ausgleichszahlungen zu fordern, weil ja die Strompreise steigen werden. Die Politik begrüßt das Ganze und sieht keine Gefahren für besonders starke Strompreise oder stark steigende Strompreise. Ich weiß, jetzt müsste ich populistischerweise auf die Politik schimpfen und sagen, ja, wie ihr kleinen Bürger und so weiter müssen es zahlen, ist mir ehrlich gesagt viel egaler, denn ich frage mich natürlich als Börsianer, wo sind die Chancen
Wie reagieren denn die Versorger jetzt darauf? Reagieren sie eher negativ oder reagieren sie eher positiv? Man muss sagen, E.ON hat aus der Konsolidierung einen Ausbruch bereits hingelegt. Und die Frage ist, kommt E.ON wieder auf die Konsolidierung zurück oder reagiert der Markt eher positiv? Hat der Markt eher gedacht, dass der Kohleausstieg früher kommen würde? Das heißt, das ist für mich überhaupt nicht vorherzusagen. Für mich ist es wichtig, auf den Chart zu gucken und zu schauen, wie reagieren die Versorger auf diesen Kompromiss. Und last but not least, auch Berichtssaison in Deutschland nimmt langsam Fahrt auf. Deutsche Bank, fand ich ganz cool, hat der CEO bereits bei den Zahlen des Q3 gesagt, ja, wir wissen um unsere schlechte Historie im vierten Quartal und wir wollen es vermeiden, dass wir im vierten Quartal wieder ein deutliches Minus machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Deutsche Bank dieses Jahr nach, glaube ich, 4 Jahren wieder Gewinn machen wird, ist sehr groß. Nur entscheidend ist, glaube ich, was ist denn jetzt? Machen die jetzt endlich mal ein gutes viertes Quartal oder enttäuschen sie die Anleger erneut? So, SAP bringt Zahlen, bei SAP geht es um die Marge. Da ist so viel Geld gesteckt worden bezüglich des Cloud Computings. Und die Frage ist, schafft es SAP wieder diese 30% Marge zu erreichen oder sind die Investitionen nicht Früchte tragen bis jetzt? Und last but not least, Siemens, wobei ich hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit habe, natürlich was die Berichtssaison in Deutschland angeht, die werden natürlich bezüglich der Fusion mit Alstom berichten, wobei aus Frankreich es heißt, es gebe keine Probleme bezüglich der Fusion und natürlich auch was die Vision 2020 angeht. Es ist pickepacke voll die kommende Woche. Und man muss sagen, es gibt so viele Unwägbarkeiten, was den Markt in die eine oder andere Richtung bewegen kann, dass es gerade auch extrem schwierig ist, aus technischer Sicht eine eindeutige Aussage zu treffen. Gucken uns aber doch das Ganze einmal aus technischer Sicht ebenfalls an. Eins muss uns auf jeden Fall klar sein, wenn wir jetzt auf den Chart schauen. Es kann sein, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, am Dienstag Apple Zahlen bringt und die Zahlen sind total schlecht und der Dow Jones gerät unter Druck. Ich weiß überhaupt nichts. Es kann auch sein, dass Apple gute Zahlen bringt, verglichen zu dem, was der Markt jetzt mittlerweile erwartet und der Nasdaq nach oben läuft. Dann kommen aber am Mittwoch zum Beispiel die Fed und die Fed sagt dann wieder etwas Gegenteiliges. Also der Markt wird dann wieder stärker oder schwächer, je nachdem, was wir vorhatten. Dann kommt am Donnerstag wieder Amazon und die Zahlen sind so gut und so weiter und so fort. Es gibt so viele Unwägbarkeiten und wir haben ja die Politik komplett außen vor gelassen, dass ich am liebsten entweder sogenannte Key Level brechen sehen möchte, ansonsten möchte ich fast die Woche abwarten. Was den Dow Jones angeht, also der Dow hat zweifelsohne Folgendes gemacht. Der hat hier im Dezember den kompletten Nosedive gemacht. Also absoluter Untergang, Ausverkauf. Aber der Nasdaq, Verzeihung, der Dow Jones hat es auch geschafft, die 61% dieses kompletten Ausverkaufs einfach so mir nichts, dir nichts rauszunehmen. Also wir kriegen hier eine so richtig fette V-Formation. Stark. Einverstanden. Wir sind in der Nähe der 25.000-Dollar-Marke. Einverstanden. Wir haben, wenn wir uns das auf Wochenchartbasis angucken, nicht nur die 25.000 vor der Brust, sondern wir haben die 20- und 50-Wochen-Linie vor der Brust. Und vom gesamten Ausverkauf, von oben gesehen, nicht nur den letzten Ausverkauf, sind wir gerade in der Nähe der 61% Retracement-Marke erst angekommen. Wir haben also auf der einen Seite sehr viel Stärke, auf der anderen Seite haben wir eine stärkere Widerstandszone. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, der Dow Jones wird, Achtung, an der Zone um die 25.000 nicht so einfach vorbeikommen. Was ich mit um meine, heißt, bis 25.200 kann er gehen, 25.250 kann er gehen. Der wird entweder den da durchbrechen und wird dann von oben die 25.000 antesten und dann konsolidieren, um das Ganze fortzusetzen, oder der wird dort hier in dieser Zone scheitern und einen Pullback machen. Die Frage ist nur, wie stark wird dieser Pullback sein, wenn er denn kommt? Kann ich gerade überhaupt nicht sagen. Ich weiß nur eins. Ein Markt, der um 16% ausverkauft wird und dann im Anschluss um 14,5% steigt, ist ein Markt, der irgendwann wieder in eine Konsolidierung übergehen muss, damit wir wieder Aussagen treffen können. Ansonsten ist es so,
dass sie in dieser hohen Volatilität eher unter Druck geraten. Nicht wenigen Anlegern gerät es dann nämlich so, dass sie diesen Ausverkauf nicht mitmachen und dann ärgern sie sich, und wenn der Markt steigt, sagen sie, jetzt muss er fallen, jetzt komm, verkaufe ich dich, jetzt verkaufe ich nochmal. Und dann fangen sie an, gegen den Markt zu kämpfen. Und dann steigt er und steigt er und steigt er und keine Ahnung, und dann wird irgendein Level gerissen und denken sich, oh nee, also jetzt gehe ich raus. Und dann gehen sie raus und dann kommt der Markt zurück. Oder die gehen nicht raus und der Markt läuft nicht mehr weiter. Jetzt werde ich sagen, ja, was soll ich mit so einer Aussage anfangen? Folgendes. Warten. Stellt euch nur Folgendes vor. Von hier kommt die 20-Tage-Linie. Und hier ist die 200-Tage-Linie. Stellt euch vor, der Markt lässt sich hier Zeit. Dann können wir sagen, Mensch, toll, guck dir das mal an, wenn er da hier oben rausgeht, super. Wenn er hier unten rausgeht, super. Jetzt vor diesen wichtigen Daten, am Widerstand, nach 15% Anstieg, werde ich sagen, der muss doch zurückkommen. Nee, der kann doch einfach, nachdem er jetzt hier, wartet mal kurz, 1, 2, 3, 4 Wochen höhere Hochs gemacht hat, kann er jetzt auch nochmal 4 Wochen seitwärts laufen. 4 Wochen so, und dann, boom, geht er da oben durch oder nach unten durch. Das heißt, ich kann es mir jetzt einfach machen und kann jetzt Finanzmarktanalyst werden und dann können Überschrift machen und sagen, 25.000, die Bullen werden sich eine blutige Nase holen. Und wenn ich mir eine blutige Nase hole, ist ja egal, ich kann dann in 3 Tagen eine andere Überschrift wählen, das interessiert ja keinen mehr. Long story short, es kommen richtig wichtige News in den Markt, die den Chart maximal beeinflussen können und es bedarf einen wirklich extrem guten Zahlen und sehr überraschenden Aussagen und sehr überraschenden Zahlen, zum Beispiel auch eine Einigung zwischen China und USA, dass der Dow so einfach über diese 25.000 Marke drüber geht. Ansonsten Konsolidierung und dann entweder oben raus oder unten durch oder Konsolidierung und dann richtig ein Pullback, aktuell wahrscheinlicher. Wenn wir auf DAX zu sprechen kommen, muss man sagen, na gut, also der DAX hat im Dezember in Anführungszeichen nur 11% verloren und hat dann auch entsprechend in Anführungszeichen nur 10% zurückgeholt. Der DAX war im Bereich der wichtigen 10.000er Marke, nicht ganz da, bei 10.200, ist auch eine hübsche V-Formation und hat hier auf dieser Strecke 1, 2, 3 offene Lücken gelassen und gerissen. Wir haben, wenn wir uns das Ganze einmal auf Wochenchartbasis angucken, ich hatte letzte Woche gesagt, also der DAX hat hier auf Wochenschlusskursbasis, hat hier gekämpft, fällt durch, ist am Widerstand, hat er rausgenommen. Und wir hatten aber auch gleichzeitig gesagt, selbst wenn er das jetzt nimmt, 20-Wochen-Linie kommt, bei 11.350, bei 11.480 wartet die 200-Wochen-Linie und die 200-Wochen-Linie Unterstützung, wird gerissen, wird zum Widerstand, ist potenzieller Widerstand. Also auch hier, da brauchen wir jetzt nicht der langen Rede zu machen, ja, steigt, konsolidiert, hat das Potenzial hier, diese eine Lücke schon zugemacht, die nächste Lücke zuzumachen, in Richtung 11.5 zu laufen. Ich tue mich schwer, jetzt hier noch hinterher zu springen, nach 10%, ohne wirklich längere Konsolidierung und mit dem Wissen, was da noch für Zahlen auf uns kommen, bevor mein Rechner sich jetzt komplett aufhängt. Trader, Konsolidierung würde uns gut tun, um dann zu sagen, oben raus oder unten durch. Habt eine richtig erfolgreiche Handelswoche. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, seid ihr herzlich eingeladen, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr schon ganz lange guckt und sagt, Mann, der Typ hat so häufig recht und der bleibt auch in den richtigen Phasen raus, ich würde gerne diesen Mann in meiner Trading-Ecke haben. Mindestens ein halbes Jahr oder darüber hinaus. Wir haben noch 3 oder 2 Plätze für unser übernächstes Programm im Mai, unser Ausbildungsprogramm. Dafür haben wir noch 20% Preisnachlass, nur noch bis Ende des Monats. Die letzten, wie heißt es so schön, werden die ersten sein. Informiert euch gerne, der Link ist in der Beschreibung, über unser Mentorprogramm. Mein Name ist Hamed Esnachari und habt eine gelungene Handelswoche.